Der frostig-zapfige Januar 2017. Er hat viele Münchner eiskalt erwischt. Glatteisunfälle, Stürze und die Folgen Knochenbrüche, Schädelfrakturen und viele Verletzungen, zum Teil schwer und schwerst. Da herrscht Hochkonjunktur in den Unfallchirurgien, zum Beispiel im Städtischen Klinikum Schwabing. Wer jedoch die Spezialisten wirklich aufsuchen sollte und wer nicht, zeigt folgender Beitrag. Unfälle im Sportbereich, im Verkehr oder in der Arbeitswelt. Herzinfarkt oder Schlaganfall. Zumeist ist hohes Tempo gefragt, wenn schwer verletzte Patienten in die Notfallversorgung ins Städtische Klinikum Schwabing gebracht werden. Ob mit dem Sanka oder dem Heli. Kurze Wege können Leben retten. Von hier vom Hubschrauberlandeplatz zum Beispiel dauert es nur 90 Sekunden bis in den Schockraum. Hier treffen fast alle Disziplinen aufeinander, Radiologie, Unfallchirurgie, Anästhesie und viele mehr. Insgesamt 3 Schockräume gibt es hier in Schwabing. Wir haben ja vor 20 Jahren begonnen, durch eine Managementlösung für schwerstverletzte Patienten Meilensteine zu setzen weltweit. Und wo wir hier stehen, das ist unser Schockraum. Und wir waren die ersten wirklich weltweit, die im Routinebetrieb einfach in den Schockraum ein CT integriert haben. Und damit sind wir in der Lage, innerhalb von maximal 10 Minuten eben lebensbedrohlich erkrankten oder verletzten Patienten zu diagnostizieren. Und zwar, wie man so schön sagt, von der Locke bis zur Socke. Rund 250 Schwerstverletzte werden hier pro Jahr stationär behandelt. 40.000 Patienten ambulant. Dieser Computerspezialist fuhr bei Blitzeis frontal gegen einen Baum. Ein Jahr wird es dauern, dann ist er wieder voll einsatzfähig. Also das richtig Schlimme, was passiert ist, ist, dass mein gesamtes rechtes Bein da mehrere Brüche hat, leider im Oberschenkel, im Unterschenkel 2 Brüche. Dann ist das Knie, da sind mehrere Bänder beschädigt worden. Und das Allerschlimmste ist halt, dass ich in der rechten Ferse einen Trümmerbruch habe. Also dass das Fersenbein komplett hinüber ist. Ich bin in der Früh um 3:30 vom Weg von der Küche ins Schlafzimmer gestürzt. Und was ist dann genau passiert? Oberschenkelhalsbruch. Dabei hatte dieser 85-Jährige bereits ein künstliches Hüftgelenk. Der komplizierte Bruch um die Prothese herum konnte jedoch erfolgreich operiert werden. Generell betonen die Ärzte, die Notfallversorgung sollte nicht aufgesucht werden, wenn eine Behandlung vom niedergelassenen Arzt ebenfalls durchgeführt werden kann. Wenn ich das Gefühl habe, einen Knochen gebrochen zu haben, sind Sie auf jeden Fall im Notfallzentrum richtig. Es geht mehr um, ich sag mal, Schmerzen, die ich seit Wochen habe, seit 3-4 Wochen Rückenschmerzen, dann ist es kein Grund, nachts um 3 die Notaufnahme aufzusuchen, um meine Rückenschmerzen dann anschauen zu lassen. Das gehört in den ambulanten Bereich. Und falls sich da eine schwerwiegende Erkrankung ergibt, die eventuell auch einer Operation zugeführt werden müsste, dann sind Patienten gerne bei uns willkommen. Sie ist mehrfach zertifiziert, die Notfallversorgung im Städtischen Klinikum Schwabing. Rund 30 Menschen arbeiten hier, wobei die Station über 60 Betten verfügt.